500 Meter lang, 315 Tonnen schwer und dabei auf den Millimeter genau. So ist die Kurzbeschreibung vom Mammut, einem Schnellumbauzug der Deutschen Bahn, der seit Mittwoch auf der Strecke Loser-Uist zum Einsatz kommt. Mit seiner Hilfe werden die Schienen angehoben und in die richtige Bahn gelegt. Dann werden die Schwellen passgenau montiert. Mithilfe dieser Technik werden bis zu 1,7 Kilometer Schienennetz am Tag geschafft. Bis zum Endpunkt, also in Uist, sind es noch 9 Kilometer. Mit allen Nebenarbeiten will man den Abschnitt bis zum 22. Mai geschafft haben. Die Strecke gehört zur Niederschlesischen Magistrale, die seit mehreren Jahren in Teilabschnitten zwischen Horka und der polnischen Grenze ausgebaut und elektrifiziert wird. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2018 vorgesehen.